dumpfer Druck zum Rückrundenstart. Halle und André Meyer als Tabellen 17. mächtig unter Zugzwang. Joe Enox mit dem FSV Zwickau noch mehr. Der Amerikaner bekam von der Vereinsführung die Pistole auf die Brust. Es musste ein Erfolgserlebnis her. Knapp 8000 Zuschauer beim Ostduell. Tolle Atmosphäre und sofort mächtig Feuer auf dem Rasen. Der HFC mit gutem Beginn und viel Ballbesitz und mit Nico Hug. 13. Spielminute, zum ersten Mal eine richtige Prüfung für Pommes Brinkis. Der Außenverteidiger traf auch beim 2:3 aus HFC-Sicht im Hinspiel. Die Gäste aus Zwickau zunächst abwartend nach 18 Minuten, dann aber mit diesem Geschoss. Halle machte das Spiel, Zwickau das Tor, Dominik Baumann. Nach Kopfballablage von Ronny König mit viel zu viel Freiraum und den nutzt er. Fantastisch. Nichts zu parieren für Gebhardt. Auch Baumann hatte bei Zwickaus Sieg im Hinspiel getroffen. Das lief natürlich dann alles andere als nach Plan für André Meyer. Und danach wurde weiter viel Abstiegskampf betrieben. Emotionen gehörten da natürlich auch dazu. Durchgang Nummer 2. Zwickau. Immer wieder mit kleinen Nadelstichen. Jan-Marc Schneider, der hatte bis vor kurzem noch beim HFC mittrainiert, entschied sich aber für Zwickau und sein Schlenzer. In Minute 63, knapp vorbei. Der HFC liebt die aktivere Mannschaft, aber viel zu selten wurde es mal zwingend. Dann der eingewechselte Geiritz mit guter Idee auf den eingewechselten Bulicki. Aber Brinkis mit fantastischer Fußabwehr eine Viertelstunde vor dem Ende. Aber jetzt begann die Zeit des HFC, wie schon gegen Wien Wiesbaden. Mächtig Druck, Powerplay der Alenser. Aber die Kugel wollte sich rein. Geiritz, Brinkis, Niedfels und dann von Schrötter. Der klärt. Zwickau schmiss alles rein. Auch Halle investierte eine Menge, aber die Leidenschaft der Westsachsen war bis hierhin der Unterschied. Immer wieder jetzt anrennender HFC. Freistoß Herzog, aber an diesem Mann war kein Vorbeikommen. Johannes Brinkis mit einer unglaublich tollen Vorstellung. Er rettete dem FSV das 1:0. Und natürlich bekamen die Gäste dann auch Räume. Der eingewechselte Löhmanns Röben auf Baumann. Kein Abseits. An Gebhardt vorbei. 90. Minute. Die Entscheidung im Derby. Doppelpack Baumann. 5. Saisontor. Und der FSV Zwickau im Freudentaumel. Super Anspiel vom Ex-HFC-Profi Löhmanns Röben. Und dann Dominik Baumann. Mächtig abgezockt zum Auswärtssieg. Halle investierte wie so oft richtig viel, aber Halle stand wie so oft ohne Punkte da. Abseits war es keins. Und Zwickau spielte, wie Zwickau eben zu besten Drittliga-Zeiten spielt. Mit ganz viel Leidenschaft und Emotionen, super Abwehrarbeit und seit langer Zeit auch mal wieder Kaltschnäuzigkeit. Und so jubelte Zwickau und Joe Enox atmete auf, sein Endspiel vertagt. Ich glaube, dass ich ein richtig guter Trainer bin. Ich glaube, dass ich halt nicht 5 Jahre hier wäre, wenn ich halt nicht so der Fall gewesen wäre. Ich meine, wir fahren jede Woche hin zum anderen Verein und ich sehe, dass halt da in der Zeit, in den 4,5 Jahren, sind halt 6 andere Trainer dort gewesen. Also von daher, also ich glaube, irgendwas mache ich richtig. Aber trotzdem geht für mich auch halt bodenständig zu bleiben und ja, auf das zu konzentrieren, was mich stark macht. Und das hat die Mannschaft heute gemacht. Und das werde ich auch in Zukunft bei mir machen. Die Fans machen ihrem Unmut freien Lauf. Haben Sie Verständnis dafür? Für emotionale Reaktionen, logischerweise. Wir haben hier ein Spiel verloren, was für die Fans und für uns enorm wichtig war in der Tabellensituation. Gleichermaßen ist es ein Derby. Natürlich hat das eine Besonderheit. Und ich kann mich hier nur für das Ergebnis im Namen der Mannschaft entschuldigen. Das ist kein guter Moment. Die Stimmung kippt, Halle rutscht immer tiefer in den Keller und jetzt geht's zu Dynamo Dresden. Aufatmen dagegen beim FSV Zwickau. Sie springen erstmal über dem Strich. Das nächste Charakterspiel steht aber schon wieder vor der Tür. Zu Hause gegen Meppen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.